Willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships. Heute wieder in Division und Gianluca ist auch wieder dabei. Hallo. Hi. Ja, du spielst jetzt mal die Weser und ich spiele die Nürnberg. Wir sind trotzdem hochrotiert worden. Warum eigentlich? Passiert halt. Zwei Tiers ist ja noch normal. Allerdings muss man auch dazu sagen, Glück für dich, die haben nichts mit wirklich nerviger AA. Okay, nee, das ist ein Match ohne Bismarck, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir gegen Bismarck spielen, dass sie meine Flugzeuge ziemlich schnell zersiebt. Echt? So gute Flaks hat Bismarck eigentlich gar nicht. Also sie ist nicht schlecht, eben. Aber wenn du vergleichst, was du vergleichst, was du North Carolina macht oder Massachusetts. Ja, stimmt schon. Jedenfalls, Nürnberg hat ein sehr cooles Feature, was nicht viele Kreuze haben. Die hinteren Türme können sich 360 Grad drehen. Oh, das ist cool. Das heißt, ich kann halt auch, wenn ich auf ein Schiff zufahre, kann ich so links-rechts Bewegungen machen und habe trotzdem immer volle Feuerkraft. War das eins der ersten Matches, die ich mit der Weser gemacht habe? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr, nein. Was ich auf jeden Fall weiß, wir haben nur zwei Zerstörer, also nur eins in jedem Team, was ja sehr angenehm ist, weil gegen Zerstörer hast du ja nicht so viel. Sagen die nicht in Sekundärreichweite fahren. Ja, deutsche Flugzeugträger, ne? Außer sie fahren in Sekundärreichweite. Das ist tatsächlich das, was ich am meisten im Vergleich zu den japanischen Flugzeugträgern vermisse. Dass ich direkt wahrscheinlich, also gut, wenn ich besser mit den Torpedos wäre, könnte ich damit vielleicht was treffen, aber Raketenjäger und Dorfbomber kannst du bei denen sowieso vergessen. Naja, wenn du es mal vergleichst, so eine Shokaku auf Tier 8, ich weiß, bei der habe ich mal getestet, vor kurzem. Die schießt ja 18 Raketen. Und das sind HE-Raketen, also keine Overpens. Und wenn die alle treffen, hat die einen Gesamtschaden, also nicht Alpha-Schaden, sondern geht man davon aus, dass es keine Zitadellentreffer sind, weil das sind HE-Raketen. Ja. Geht man davon aus, dass es keine Zitadellentreffer sind und alle 18 Raketen treffen, ist das über 10.000 Schaden. Mit Raketenjägern. Hat die 8 Flugzeugträger, bin ich ziemlich gespannt drauf. Das ist ja bei den Deutschen die Parseval, glaube ich. Ja, das ist die Parseval. Da droppst du noch mehr Torpedos. So, gleich sieht man es, wenn es mit den Kanonen angeht. Guckst du, siehst du? Und legen sich kommt. Und New Mexico. Aber kann es nicht passieren? Kann es nicht. Ich sehe gar nicht genau, wie sie stehen, aber kann das nicht sein, dass sie dann theoretisch in die eigene Zitadelle reinschießt von hinten, wenn das richtig oder wenn das in Anführungszeichen falsch? Ja, die schießen ja nicht, wenn sie aufs eigene Schiff zeigen. Und New Mexico, was ist dein Plan? Guck mal, wie die Kanonen von der stehen, wo die hinguckt. Wo guckt die hin? Ja, keine Ahnung. Also ich sehe, wo die hinguckt, aber wieso guckt die da hin? So, hoffentlich kommt jetzt kein Schiff, weil schießen kann ich so nicht. Da baller ich nur die New Mexico ab. Ich sehe, ist das ein Irian? Ich habe gerade ein bisschen verpixelte. Du meinst unser Tier 8, der da gerade so komplett nach vorne jolot und im Kreuzfeuer von allen ist? Mhm. Ja, das ist deine Irian. Zumindest noch ist es eine. Mal gucken, wie lange es noch eine ist. Hatten wir, glaube ich, bis jetzt selten, oder? Also der Tier 8, da sehen wir sowieso so gut wie nichts von. Im Moment noch. Ja, du zumindest. Ja, gut, wenn wir zusammen. Ich spiele meistens nur mit dir oder mit anderen zusammen. Ja, Irian ein sehr interessantes Schiff. Und da hatte ich noch AP geladen. Ups. Irian ist auch ein sehr interessantes Schiff, weil das ist ein Kreuzer mit Tiefenwassertorpedos. Also Tiefenwasser, waren nicht ursprünglich, aber waren das nicht die auch gegen U-Boote gedacht waren? Es gab mal ein paar Schnelligens mit Tiefenwassertorpedos, aber eigentlich ist das Gimmick von den Tiefenwassertorpedos, dass die keine Zerstörer treffen können, aber dafür halt erst viel später entdeckt werden. Das stimmt ja, Zerstörer sind tief. Hat nicht die Zerstörer irgendwelche speziellen Waffen in der Beta-Phase gegen U-Boote? Hat nicht irgendwas mit Torpedos? Gegen U-Booten? Ja, irgendwas gegen U-Boote. Ja, Zerstörer und leichte Kreuzer können Tiefenladungen abwerfen. Ach, Tiefenladungen, nicht Tiefentorpedos. Ja, auf jeden Fall seife ich gerade auf die Distanz die Aoba ein. Das ist das Schöne an diesen Heckgeschützen von diesen deutschen Kreuzern, die diese Dreieranordnung haben. Also sprich Königsberg, Nürnberg und dann auf Tier 9 die Rhone wieder. Ich kann halt rauskiten und habe trotzdem noch einen Großteil meiner Feuerkraft.
Aber da ist er ober außer Reichweite. Mhm. So, und ja, wie gesagt, Irian hat gemacht, was man dann erwartet hätte, was sie machen würde. Sie ist verreckt. Und jetzt sind hier nur noch New Mexico und ich, weil unsere, was ist das, die Bayern, hoch 2 gedacht hat, yo, Kreuzfeuer brauchen wir nicht. Alvaroba auch. Und da New Mexico jetzt auch noch die Fliege macht, kann ich ja nicht, auch nicht mehr viel machen, sondern muss im Endeffekt gehen. Weil ich bin ein leichter Kreuz, ich kann kein Kreuzfeuer aufbauen. Ich schieß H her. Wir hatten uns jetzt darüber unterhalten, dass man die japanischen Zerstörer ja in Gunships und in Torpedoships da aufteilt, ne? Ja. Gibt es so eine Aufteilung auch bei Kreuzern? Also gibt es auch so bei Kreuzern so 2 Trees bei manchen Ländern? Schlachtschiffe haben die Amerikaner 2 Trees. Kreuzer 2 Trees gibt's, glaube ich. Die Amerikaner, die haben einen leichten und einen schweren Kreuzer-Tree. Stimmt, ihr habt die Amerikaner. Ah ja, und die Briten. Und die Briten auch. Ich vergesse, ich vergesse gerne mal, dass die britischen schweren Kreuzer existieren, weil. ja. Also sagen wir mal, sie existieren. Und da existiert immer wieder die New Mexico vor meiner Fresse. Wobei ich zugegebenermaßen deshalb auch ein bisschen aufgepasst habe. Ist das dieselbe von vorhin? Ja, das ist doch die gleiche. Ja. So, aber ja, wie gesagt, wir müssen die Flanke hier aufgeben. Soll aber nicht heißen, dass ich nicht schieße in der Zeit. Die erobert das außer Reichweite, allerdings da hinten die Scharnos ist es gerade nicht mehr. Und gleich kann ich mich auch nicht mehr entspotten, namentlich jetzt. Das heißt, obwohl ich Breitseite zeige, keine Gefahr für mich. Na, das mit dem Spotten hat sich dann erledigt, wo du wieder schießt, ne? Ja, aber ich bin in deiner Insel. Die sieht mich nicht in deiner Insel. Klar. Ja, da vorne, was ist unsere Devonshire? Ja, die Devonshire für mich das Spotten übernehmen kann. Das heißt, sobald ich ein bisschen um diese Insel rum bin, geht's weiter mit der HE. Tatsächlich, ein bisschen was hat der Lemming Train auf Ziel gebracht. Wir haben den Schiffsadvantage, zur ganz ordentlichen. Ich glaube, ich habe auch vermehrt währenddessen oben auf den oberen Spot rumgedümpelt mit meinen Flugzeugen. Da lief es ziemlich gut. Ich erinnere mich so ein bisschen dunkel an das Match. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass du dich auf C konzentrieren sollst, weil die New Mexico nicht alleine eh nichts machen können. Ja, stimmt. Das war das Match. Ja. So, Scharnos ist wahrscheinlich eines von den Schiffen im Gegner-Team, den ich am meisten aufpassen muss, weil der mich falsch erwischt, bin ich tot. Aber gerade zielt sie nicht auf mich, also kein Stress meinerseits. Okay, jetzt zielt sie auf mich. Das heißt, schnell rausgedreht. Und schon wieder keinen Bock. Gut, musst du wissen, Scharnhorst. Worauf zielt die? Ich bin's ja offensichtlich nicht. An sich, wenn du mit einer Scharnhorst nicht schießt, machst du meistens schon was falsch, weil das Schiff hat extrem kurze Nachladezeit. Du willst die Kanone auf einer Scharnhorst eigentlich auf Cooldown halten. Aber gut, wie gesagt, muss er wissen. Da kommt dein Meat Shield von der Seite. Ja, das ist eigentlich das Gute, dass auch wenn die New Mexico hier gerade nicht viel erreicht, einfach die Tatsache, dass sie hier neben mir steht und das attraktivere Ziel bietet, sorgt dafür, dass ich zu ziemlich machen kann, was ich will, solange ich keine Breitseite zeige. Und da meine Kanonenanordnung so angenehm ist, muss ich keine Breitseite zeigen. Ich muss einfach nur hinter der New Mexico stehen und bin schon relativ safe, weil niemand, der was treffen wird, wird in der Situation auf mich schießen. Entsprechend macht's auch keiner. Das heißt, weiter Damage sparen. Und nach die Flaks von der Scharnhaus kaputt hauen. Aber erst ein Feuer entfacht, auch interessant. Nächster Flak ist kaputt. Also wenn du die Scharnhaus angreifen würdest, wie viel könnte die Idee nicht machen? Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auf die Idee oder ob die das lange genug überlebt, bis sich meine Aufmerksamkeit dann mal nach unten richte, denn du siehst auf einem Mini-Map-Partner mehr zum Map-Rand. Mhm. Ja, weil du halt, weil es dir halt keine Insel gibt, die weit weg ist, das heißt, du musst dich halt irgendwo platzieren, wo du safe bist.
Und solange da unten dann noch die Bayer rumgurken, kannst du eigentlich nicht viel machen, was hier auf der Flanke angeht. Aber gut, auf jeden Fall, wir haben inzwischen einen Ships Advantage um 1 ausgebaut, aber dafür sind unsere Bayern auch verreckt, das heißt, es ist gleich geblieben. Allerdings sind die Gegner 2 Caps und wir nur 1, das heißt, punktlich sind wir ordentlich hinten. Und inzwischen brennt die Scharnhorst auch. So sieht es sonst so. Die Schiffe sind das da. Ach, die New Mexico ist inzwischen mal wo angekommen, wo sie was machen kann. Ich bin beeindruckt. Und wenn da auf und diese beiden gegnerischen Schlachtschiffe da irgendwas anderes wären, außer King George und Scharnhorst, garantiere ich dir, die New Mexico wäre tot. Aber sie hat die einzigen beiden Tier 7 Schiffe erwischt, die nicht genug Kaliber haben, um dem eine Zitadelle da reinzuhauen. Schon ein bisschen Anliki. Der gut King George wird auf ein Schlachtschiff sowieso keine AP schießen. King George schießt HE auf Schlachtschiff. Ideale Briten. So, und wenn ich das Manöver jetzt mit jedem anderen Schiff gemacht hätte, hätte ich für eine Weile einen Riesenhaufen Feuerkraft verloren, weil die hinteren Türme eine ganze Weile nicht benutzen könnte. Aber so sind direkt wieder da. Und ich bin nach wie vor nicht im Fokus, also könnte ich mir auch nach wie vor volles Rohr. Okay, jetzt zielt einer auf mich, nämlich die King George, genau. Bei dem muss ich sogar aufpassen, wenn sie HE schießt, weil, naja, HE prallt nicht ab. Ich sehe gerade nicht, was kommt da. Ja, da kommt HE, allerdings daneben. Und ich mache weiter Flachs kaputt. Wie viel Flachs habe ich diesen Game schon kaputt gemacht? Ich meine, ich glaube, King George hat Bofors, also diese Flachs, die halt extrem schnell kaputt gehen von HE. Und da sind wieder Flachs kaputt. Also wenn du hier rüberkommen würdest, okay, da ist jetzt Zeug von mir kaputt gegangen, aber Zeug, das sich reparieren lässt. Im Gegensatz zu Flachs, die lassen sich nicht reparieren. Problem gelöst. Aber irgendwie haben wir es geschafft, das B-Cap jetzt zu verlieren. Wie ist denn das passiert? Ja gut, wir haben dafür C bekommen, aber... Punktetechnisch sind wir noch lange nicht vorne. Ich glaube, deswegen fahre ich jetzt auch auf A. Ich glaube, das turnt relativ... Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier den Plan gehabt, auf A zu fahren, weil auf A ist kein Gegner mehr. Wissen wir ja. Währenddessen, was passiert denn da oben? So, da oben ist noch... Was ist denn das? Noch eine Bayern, die dich gerade gleich angehen will, deswegen sehe ich auch gerade, bewegst du dich. Genau, jetzt weiß ich wieder, ich ist, da fuhr die Bayern surprise-mäßig auf mich zu. Aber die Attacke hatte deinen Rücken, wie es aussieht. Ja, hatte sie. Und war ich auch sehr früh, Lube. So, worauf schieße ich jetzt am besten? Wahl fällt auf King George. Die Frage ist, werde ich weiter schießen, wenn ich dann gespottet bin? Solange kein auf mich zielt, kann ich es eigentlich machen. Bayern trifft mich auf die Distanz eh nicht präzise. King George will nicht auf mich schießen, also nehme ich. Deren Nürnberg könnte noch ein bisschen nervig werden, weil die hat noch mehr HP als ich. Und hat mich jetzt auch schon im Visier. Also schnell Kurve machen. Okay, die ging schon mal daneben. Die könnten treffen. So halb. Und jetzt, wo ich rausgedreht bin, wechselt sie auf AP. Gönnt ihr Kuppel. Allerdings haben wir in gegenteilige Richtungen, also lange reicht die mich nicht mehr. Ja, und schon außer Reichweite. Schiffstechnis, okay, ja, tschüss King George, dann haben wir jetzt einen eindeutigen Schiffslead. Du bist da hinten auch safe, das heißt, du kannst jetzt den Rest voll einseifen, da du gerade der Raketenjäger hast, wird dieser Rest wohl die Nürnberg sein, schätze ich mal. Hoffen wir, dass mein Vergangenes nicht so schlau war. Sehen wir ja gleich. Deine Flugrichtung lässt nichts Gutes an.
meine Flugrechnung ist echt nichts. Ach komm schon, war ich dumm? Bitte nicht. Na? Das sieht nach einem Angriffsflug aus. Das sieht nach einem Angriffsflug aus. Ja, das ist, ja, du bist auf die Wii. Also das ist die. Das ist eine Mutsu. Was habe ich mir dabei gedacht? Nicht viel anscheinend. Aber ich erreiche die Nürnberg wieder. Müssen wir das hochladen? Aber die Nürnberg reversed rein, das heißt, ich erreiche sie wieder. Okay, geht's wieder nicht, weil sie in der Insel ist. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Und sie hat in die Insel geballert. So, nur noch drei gegnerische Schiffe da und eins davon ist The Furious. Oh, und da hat Nürnberg ein Brett kassiert. Mal gucken, ob ich den Last Hit krieg. Na? Okay, die treffen nicht. Die könnten treffen. Und ich bin wieder außer Reichweite. Nee, schade. Na dann, wer ist das? Nelson? Nee, Bayern. Ach, Nelson ist tot. Oh. Na dann, Bayern gehört. Oh, das ist eine Bayern. Auf die Distanz trifft die wahrscheinlich überhaupt nichts. Das heißt, diese Nürnberg könnten noch länger leben als nötig. Auch hier wobei, deine Torpedobombe sind auf dem richtigen Weg. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Die Frage ist, ob du die nicht vorher mit einer mitnimmt, obwohl. Ja, gut, die Frage ist, wer. Die Bayern, die sind nicht gerade die besten Kanonen. Und du bist nicht knapp nicht im Range, ne? Nee. Nee. Die Kagero könntest du theoretisch zu finishen, wobei das eine Insel im Weg. Torpedos und Bayern-Geschosse fliegen, wer ist schneller? Bayern. Schade. Ja, stimmt, da habe ich mega abgetiltet, dass er mir den Kill genommen hat. Vor allem, nachdem es halt längere Zeit vorher nicht hingekriegt hat. So, aber damit haben wir auch das Cap geflippt und damit haben die Gegner eigentlich nicht mehr wirklich eine gesiegte Chance. Aber gleich wird es doch was ich nicht erwartet habe, glaube ich. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. War das das Match, wo wir noch um die Insel gefahren sind und die letzten gesucht haben? Nee, das war. Nee, das war. Das Match, wo ich die Anshan gespielt habe, wo dieser Flugzeugträger wo sonst wo gewesen ist und wir nichts sehen konnten, weil es geregnet hat. Stimmt. So, das eine Schiff seht ihr ja da vorne, das ist die Bayern, die da auch gerade angegangen wird. Sind die auf Kollisionskurs? So, okay, sie wären es vielleicht gewesen, aber Atagos Feuer war schneller. Nö, das, was mich aus dem Konzept gebracht hat, das wirst du gleich sehen, pass auf. Also erstmal cappen wir jetzt das B-Cap. Flippen wir das B-Cap. Oder cappen B, aber nicht cappen das Cap, weil das klingt scheiße. Anyway, noch ein gegnerisches Schiff da und das ist die Furious. Und wenn man sich anguckt, wo du bist, könnte die wirklich sonst wo sein. Oh ja. Na, kriege ich noch den Eroberung unterstützt? Nein, kriege ich nicht. Hm. Aber ich sehe gerade, ich habe durch Spotten ein bisschen Damage ermöglicht. Auch interessant. Ich war die meiste Zeit eigentlich hinter der New Mexico. Hm, bitte? Interessant, dass ich... Oh, da ist die Furious. Puh, das war knapp, wa? Ich habe gesagt, ich finde es interessant, dass ich 5k Damage durch Spotten ermöglicht habe, weil ich die meiste Zeit hinter der New Mexico gewesen bin und deswegen das Spotten auf ihre Kappe hätte gehen müssen. Ja, aber sie war ja nicht komplett immer hinter dir. Da ist der Faden gegangen. Naja, whatever. Mal gucken, wie lange die Furious durchhält. Bewegt die sich? Ja, sie bewegt sich ganz langsam. Ja, tut sie. Und sie hat doch einen Kill mitgenommen. Ich hab mal versucht, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Naja,
Gleich spotten wir sie bestimmt wieder, sobald die KG rausgeschaut hat, von der Insel wegzukommen, die sie gerade reingefahren ist. Ist gerade erst auf dieses kleine Inselstück da reingebrettert. Und dann viel zu weit rückwärts gefahren. Anscheinend. Wenn du dich fragst, warum ich gerade geschossen habe. In unserer letzten gespotteten Position war die Furious außer meiner Spotting Range. Dadurch, dass sie jetzt aber in der Spotting Range war, weil ich gespottet war, nachdem ich geschossen habe, wusste sie, ist auf uns zugefahren. Naja, nächstes Mal auch, wo sie ist, aber Zeit ist vorher abgelaufen. Ja, also ich habe zwar keinen Kill bekommen, aber 85k Damage auf einem Tier 6 Kreuze ist jetzt nicht schlecht, würde ich mal behaupten. War erstaunlich solide, ja. Ich habe halt nicht viel. Das Problem war halt, dass. Das Early Game hätte halt uns echt das Game verhauen können. Aber die Gegner haben es zum Glück nicht gepunished. Stimmt. Und die haben auch ihre Flotte nicht richtig aufgeteilt gehabt. Das war auch noch ein Glück von uns. Ja, das war, glaube ich, das Match, wo die Furious war das, ne? Ja. Die hat recht oft versucht, mich anzugreifen. Ja, das habe ich ja schon mal in meinem Ryoju-Game drüber referiert, wenn sich der Flugzeugträger zu stark auf den gegnerischen Flugzeugträger konzentriert. Und da keine Flugzeuge mehr hat. Da hast du keine Flugzeuge, du spottest nicht für deine Mates und erreichst nicht viel. Ich meine, ich kann mich irren, aber ich glaube, meine Flugs haben in diesem Game nicht einmal geschossen. Aber auch nicht einmal was in der Reichweite von dir. Ja, deswegen, das meine ich ja genau. Also nicht mal ansatzweise. Nee. Aber na gut, das war eine Runde in der Nürnberg. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Oh, tschö.